So, meine Damen und Herren, nach dem Vortrag und der kurzen Erholungspause mit Getränken und ein paar Häppchen haben Sie hoffentlich nicht nur gekaut, sondern auch gedacht und sich kluge Fragen überlegt, die Sie den drei Protagonisten aus dem, ich habe es mir gemerkt, mit einer Eselsbrücke Geschwister-Scholl-Gymnasium aus Pulheim stellen. Denn das ist immer der zweite Teil der Veranstaltung dieser Ringvorlesung, dass nochmal konkrete Rückfragen auf das Schulkonzept in Bezug auf inklusive Didaktik rückgefragt werden können. Aber bevor wir da einsteigen, müssen wir etwas klären. Sonst läuft das als Running Gag durch die inklusive Didaktik-Veranstaltung hier. Es ist zweimal angekündigt worden, dass Jan Springop irgendetwas macht, was irgendwie mit der Schule, aber irgendwie nicht mehr mit der Schule zu tun hat, ohne dass das Geheimnis gelüftet wurde. Das machen wir sofort, bevor ich das vergesse. Herr Springop, was ist das für ein Geheimnis, das hier aufgeblättert wurde? So besonders ist das, glaube ich, gar nicht. Ich bin seit einem Jahr abgeordnete Lehrkraft auf einer Qualifizierungsstelle am Zentrum für Lehrerinnenbildung der Universität zu Köln, habe noch ein bisschen weiter gearbeitet am Geschwister-Scholl-Gymnasium, obwohl ich schon abgeordnet war. Das war der Deal, muss man sagen, zwischen Andreas Niesen und meiner jetzigen Chefin, der Geschäftsführerin Mirle Giag-Mahler, und habe somit noch die Chance gehabt, 4 Stunden am Geschwister-Scholl-Gymnasium in eben dieser meiner Klasse, weil ich vorher Klassenlehrer war und Fachlehrer, noch ein bisschen weiter zu arbeiten. Und im Zentrum für Lehrerinnenbildung bin ich für den Bereich Inklusion zuständig, der sehr groß ist. Und eine der Aufgaben da ist es eben zu schauen, mitzudenken, zu kooperieren, in welcher Form, in welchem Umfang man dieses Thema Vielfalt in den Praxisphasen in der Lehramtsausbildung oder aber im gesamten Lehramtsstudium implementieren kann. Und ein anderer Teil, deswegen Qualifizierungsstelle, ich habe gerade meine Promotion eingereicht bei Professor Bongartz zum Thema eben diese Klasse. Ich habe diese Klasse jetzt 3 Jahre begleitet und geschaut, wie findet inklusiver Englischunterricht an einem Gymnasium eigentlich statt und lernen alle Schülerinnen und Schüler Englisch? Wunderbar. Also, damit haben wir jetzt eines verhindert, dass die Telefone bei Belz in der Universität oder der Montagsstimmung heiß laufen, bei den Leuten, die ja millionenfach auf diese Videos klicken werden und sich die Frage stellen, was macht jetzt Jan Springop? Das ist geklärt und hoffentlich im Kasten. Wir steigen ein in die Fragerunde. Das machen wir nach bewährtem Verfahren, wie bei den bisherigen Veranstaltungen auch. Wir machen eine gelbe, eine orange, eine rosafarbene und, wenn wir das noch schaffen, eine grüne Fragerunde. Das hat damit zu tun, ich verteile kleine Zettelchen, damit wir wissen, wir müssen das über Mikrofon machen, damit die Fragen nachher auch gehört werden können. Wer jetzt in der ersten gelben Fragerunde eine Frage hat, der melde sich, der kriegt einen gelben Zettel. Daher die gelbe Fragerunde. Also die erste Fragerunde ist eröffnet, wer hat eine Frage? Noch nicht die Frage, sondern wer hat eine Frage? In der zweiten Fragerunde. War das eine Meldung? Nein. Hier habe ich noch. So, die erste Fragerunde, die gelbe Fragerunde ist verteilt. Vorne ist ein Mikrofon. Müssen Sie leider sich abwechseln, je nachdem, wer die Frage beantwortet. Und wir machen das ganz inklusiv. Normalerweise kommen die hinten sind, wird ganz schnell übersehen. Das ist nicht inklusiv. Deswegen machen wir das wieder wie beim letzten Mal von hinten nach vorne. Die kommen definitiv dran und wir fangen hinten an. Und ich glaube, hier hinten ist die erste Frage. Wir gehen von hinten nach vorne vor. Hallo, Nicole Konz von der Universität Oldenburg. Und zwar interessiert mich insbesondere die Frage zur Inklusion im Sportunterricht, wie das an Ihrem Gymnasium umgesetzt wurde. Vielleicht können Sie da einige Beispiele nennen, weil ich jetzt aus dem Sportbereich komme und mich das jetzt insbesondere interessiert. Da hätten wir jetzt eigentlich Daniel Vollmann mitbringen müssen. Inklusion im Sportunterricht heißt erstmal natürlich, und der Sportunterricht bietet da vielleicht am ehesten die Möglichkeit, dass alle Kinder gemeinsam lernen. Das ist in den Lerngruppen, wo Kinder mit sehr viel kreativem, herausforderndem Verhalten ist, eine ziemliche Herausforderung, weil natürlich immer dann, wenn
ein eher traditionell enges Unterrichtssetting geöffnet wird, öffnen sich auch Verhaltensweisen. Ich habe selber im Moment gerade eine Lerngruppe in Musik, wo wir auch viel praktisch arbeiten. Und Musikunterricht bietet unglaublich viele Podien, wie der Sportunterricht auch, viele Bühnen, wo diese jungen Menschen sich dann darstellen können. Und das absorbiert dann natürlich unglaublich viel Energie von allen Beteiligten. Das heißt, im Sportunterricht, wo solche Kinder in mehrfacher Ausprägung vorhanden sind, da brauchen wir auf jeden Fall eine Doppelbesetzung. Da sind aber in der Regel ja auch Schulbegleiter dabei. Und es gibt aber auch Lerngruppen, da geht der Sportunterricht wunderbar mit einer Lehrkraft, weil die Kinder ganz gut in der Gruppe lernen können, weil die Kinder sich auf gemeinsame Regeln verständigen können und die auch einhalten können. Im Grunde ist es ja eine unglaublich tolle Lerngelegenheit, gerade weil man Team lernt, weil man gemeinsam Absprachen entwickeln kann, Regeln entwickeln kann und die dann auch umsetzen kann. Aber richtig erleben, glaube ich, kann man es nur, wenn sie uns besuchen kommen. Es gibt ja Gästezimmer können wir auch irgendwie stellen. Vor allem, wenn sie aus Oldenburg kommen. Aber was auch nochmal vielleicht gerade für eine große Schule nochmal wichtig ist, es gibt ja nicht nur die regulären Angebote des Fachunterrichts im Sport, sondern auch zusätzlich gerade an der Ganztagsschule Arbeitsgemeinschaften, Profilkurse, Gripskurse. Und wenn man da aufmerksam ist und sich auch die Kinder mit den besonderen Herausforderungen anguckt und guckt, wie kann man die vielleicht in den Sportverein bringen, die vom Elternhaus vielleicht da gar nicht so in die Richtung gebracht worden sind und wo sie dann auch ganz spezifisch ihre Erfolgserlebnisse haben können. Zum Beispiel in der Rad AG, die ja auch im Film angesprochen worden ist, ist jetzt einer aus Jan Springhoffs Klasse oder mehrere auch, die dort auch dann richtig in den Vereinssport mit hineingenommen werden. Also insofern kann da der Sportunterricht auch eine Brücke sein, nochmal in Inklusion, da haben wir ja noch gar nicht heute drüber gesprochen, was ist eigentlich Inklusion außerhalb von Schule? Ein Riesenfeld, ne? Ich stehe mal auf, dann werde ich auch ein bisschen... Hallo? Ist das an? Ja, hört man das? Christine Paul, Uni Köln. Sie haben eben gesagt, dass Sie nur eine von sechs Klassen bisher im GL haben. Und da wäre meine Frage, wie vermeiden Sie, dass sie so einen Sonderstatus erhält, vielleicht auch so eine Parallelkultur innerhalb der Schulkultur entwickelt oder sich entwickelt, also in Bezug auf die Lehrer, ne, dass man sagt, ich ziehe mich zurück, ach, ich lehre ja eh nicht in der Klasse, muss ich nicht wissen, muss mich nicht fortbilden, aber auch Eltern potenzieller Schüler oder auch Regelschüler, wie es ja so heißt, ne, die sagen, in die Klasse aber dann bitte nicht, ne, Herr Niesen, mein Kind da nicht. Na, also wie vermeiden Sie das oder wird es vermieden? Ich denke, da aber antwortet sowohl Schulleitung drauf, als auch meine Aufgabe der inklusiven Schulentwicklung in das gesamte System hineinzubringen. Wir haben mehrere Bausteine. Das eine ist, dass tatsächlich wir die Klassen bilden, ohne dass man sich aussuchen kann, ob man in die Klasse möchte oder nicht, weil es einfach gesellschaftlich so ist, dass Menschen mir begegnen. Wir haben das genannt offene Expertengruppe Inklusion. Da sind Schüler, Eltern, Schulbegleitung drin, da sind Kollegen von den Grundschulen drin. Die ist unterschiedlich stark besucht. Mal kommen ganz viele, mal ganz wenige. Wichtig ist, dass wir uns treffen, denn jeder da hat Expertenwissen. Und wir überlegen uns immer, wie bringen wir das Thema in die Schulgemeinschaft ein? Wie halten wir es lebendig, dass wir tatsächlich alle im Blick behalten? Wir arbeiten mit dem Index für Inklusion, der ja auch auf das gesamte System den Blick richtet und nicht nur auf die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Dass wir die Ressource erstmal nur in einer Klasse gebunden haben, stellen wir jedes Jahr zur Diskussion. Und wir haben es gemacht, um den Übergang für die Sonderpädagogen auch zu erleichtern, die ja auch in ein großes System kommen, auch erstmal ohne Fachschaft. Und die Frage auch ist, wie viel Zeit möchten wir in Vernetzung stecken? Was bedeutet es, durch mehrere Klassen zu wandern mit dieser Expertise? Oder ist es nicht sinnvoller, die Ressource auch möglichst schnell pädagogisch einzusetzen? Wir hinterfragen uns eigentlich permanent. Und wenn irgendwann Wissens- und Erfahrungstransfer uns so weit trägt, zu sagen, wir können uns das auch noch anders vorstellen, dann gehen wir den Schritt auch. Im Moment sind wir an der Stelle noch nicht. Magst du ergänzen? Eine Mini-Ergänzung, wenn ich darf. Ja.
Vielleicht eine Mini-Ergänzung, dann gebe ich es auch weiter. Weil mir das vor 2 Tagen erzählte ich es jemandem und er fand das so überraschend und so positiv, dass eine Möglichkeit des Transfers im Kollegium ist, eine Doppelbesetzung einzusetzen von Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ja, ich bin dem prinzipiell offen, ich habe natürlich auch viele andere Baustellen, würde das aber gerne mal ausprobieren, möchte noch nicht in der Hauptverantwortung des Fachunterrichts sein. Und dann gibt es in einzelnen Fällen oder gab es die Möglichkeit, dass es erstmal über eine Doppelbesetzung man inklusive Luft schnuppert und guckt, wie das funktioniert und dadurch sowohl den Transfer wieder zurückschafft in das Kollegium und zurückberichten kann und selber für sich aber ja auch überprüfen kann und schauen kann, dass es funktioniert. Und viele waren davon sehr positiv angetan und sind jetzt selber beispielsweise eigenverantwortlich Fachlehrer oder sogar Klassenleitungen in neuen Klassen. Also im Prinzip ist Ihnen wirklich ja nur recht zu geben. Wir haben eigentlich da eine Übergangssituation. Wir haben fast ja auch wieder schon mal ein Paradox, dass Inklusion ein Privileg ist an unserer Schule. Und das wird mittlerweile interessanterweise auch von manchen Eltern gesehen. Wir haben Eltern befragt in den Inklusionsklassen und auch von den sogenannten Regelschülerinnen und Schülern. Und die sagen, nee, das finden wir gut, weil unsere Kinder sind viel besser im Blick, als sie das in anderen Klassen wären. Also das kann nicht das Endstadium von inklusiver Schulentwicklung sein. Das ist, glaube ich, völlig klar. Und wir hätten auch nicht die Ressourcen, um in mehreren parallelen Lerngruppen so viele Lehrerstunden reinzustecken, wie wir das im Moment tun. Das muss man auch der Ehrlichkeit halber sagen. Es funktioniert nur so deswegen, weil wir eine Lerngruppe haben und die hat eine besondere Herausforderung, aber auch besondere Obacht oder besondere Ressourcen. Das ist vielleicht erstmal nur 20% der Strecke, die wir irgendwann noch zurücklegen. Und wenn wir aber bei 100% angekommen sind, dann kann da eigentlich auch nicht mehr Gymnasium draufstehen. Damit kommen wir eigentlich wieder an den Anfang der Überlegung zurück. Ja, Sarah Pieper vom Gymnasium in Düren als Sonderpädagogin. Ich habe eine Frage zur Klassenzusammensetzung, schließt sich so ein bisschen an. Und zwar, wie die Klassen zusammengesetzt werden, obwohl ja gar nicht jeder mehr etikettiert ist als Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Da ja nicht immer mehr ein AOSF gestellt wurde und es ja auch eine systemische Zuweisung gibt. Deshalb gibt es ja gar nicht mehr den Grund, jeden Schüler quasi einen AOSF zu stellen. Wie die dann quasi, manchmal U-Boote, wie auch immer genannt, unschöner Begriff, aber die Schüler, die eben kein AOSF haben, wie die quasi gescannt werden, dass die in die Klasse kommen oder kommen die dann doch in eine andere Klasse und die anderen Klassen sind dann durchaus auch inklusiv. Stellt die Frage nach dem Übergang. Die Grundschulen wissen ja, welche Kinder tatsächlich auch in ihren Klassen sind, führen Elterngespräche, motivieren Eltern, offen mit uns ins Gespräch zu kommen. Das hat auch vorher schon stattgefunden bei Kindern, die jetzt keinen sonderpädagogischen Bedarf haben, aber durchaus auch einen Befund, wo es wichtig ist, dass wir uns darauf einstellen können. Und das finde ich, ist so, glaube ich, das entscheidende Kriterium, dass der Übergang zwischen den Grundschulen und den weiterführenden Schulen gestaltet wird, dass man offen miteinander ins Gespräch kommt. Richtig ist, wir haben jetzt die Kinder, die gerade etikettiert sind mit sonderpädagogischem Bedarf. Da kann man ja auch noch mal überlegen, ne? Welche ist das eine Konstellation, ne? die Entwicklung anregt. Das diskutieren wir auch jedes Jahr wieder, um die Klassen zu bilden. Und deshalb auch nicht so die Festlegung, die müssen unbedingt alle in eine Klasse. Im Moment ist es so, dass wir sie tatsächlich in einer Klasse zusammengeführt haben. Und richtig steuern können wir es ja nicht, weil die Kinder kommen ja einfach vom Wohnort Nähe mit einem Bedarf und mit einem Anliegen und die sind dann da. Und genauso ist es bei den anderen Kindern. Und das finde ich auch entscheidend, das zu realisieren. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt so tun, als ob in den anderen Klassen Kinder nicht auch einen Bedarf und ein Anliegen haben. Das Leben ist nun mal so, dass mir von jetzt auf gleich ein Lebensthema begegnen kann, wo es wichtig ist, dass wir uns in der Gemeinschaft damit auseinandersetzen. Und ich finde, diese Offenheit sollten wir auch beibehalten,
Entscheidend ist tatsächlich, wie wir uns dann darauf einstellen, zu sagen, hier ist gerade noch mal mehr Leistung notwendig. Und ich möchte auch weg von diesen Hilfen und Unterstützungsbedarfen. Ich ertappe mich selber auch immer dabei, diese Begriffe noch zu sagen, sondern ich möchte eher sagen in Richtung Leistung. Und das kann manchmal bedeuten, dass da mehr Menschen sind. Das kann auch manchmal bedeuten, dass außerhalb von Schule noch entsprechende Leistungen über Jugendämter auch angeboten werden. Und das wird uns auch weiterhin begegnen. Ich glaube, wir sehnen uns danach, dass das Leben berechenbar ist. Ist es leider nicht. Ja, hallo, ich sitze hier hinten. Ich heiße Nathalie Schaar, ich bin auch Sonderpädagogin und war in einer missglückten Inklusion tätig, werde aber ab Oktober wieder in Inklusion gehen, und zwar in ein Gymnasium. Ich finde es super wichtig, dass Teamzeiten verankert sind, und deswegen habe ich eine ganz praktische Frage. Wie sind die verankert, wie ist der Umfang und wie wird das organisiert im Schulalltag einer großen Schule? Es gibt sozusagen zwei Zwiebelschalen im Team. Es gibt das engere Team, das sind Tridem in der Regel. Das sind die beiden Klassenlehrer, das sind immer zwei Regelschullehrkräfte, wie in allen anderen Klassen auch. Und dann kommt eben die dritte Person, das ist die Sonderpädagogin oder der Sonderpädagoge, der für die Klasse verantwortlich ist oder die mitbetreut. Die treffen sich wöchentlich, und zwar jeweils eine Doppelstunde, und die Doppelstunde ist auch geblockt. Und die bekommen auch einen Anteil auf ihr Deputat angerechnet. Ich glaube nicht eine Doppelstunde, aber immer eine Einzelstunde. Und dann gibt es das große Team, das sind idealerweise alle Lehrkräfte, die in der Klasse arbeiten, plus nach Möglichkeit auch die Schulbegleiter, wobei da natürlich auch immer die Frage mit den Trägern ist, rechnet der Träger den auch als Arbeitszeit an? Da gibt es, glaube ich, noch keine endgültige oder klare Lösung. Manchmal machen sie es dann einfach. Und machen es dann ehrenamtlich oder als zusätzliche Arbeitszeit. Wichtig ist aber tatsächlich, dass dieses, und das ist oft genug schwer, dass dieser Timeslot für alle auch freigeblockt ist. Und dann gibt es aber immer dann doch, dass der Biologielehrer seinen Leistungskurs hat und der Leistungskurs liegt gerade mal in dieser Schiene und da kriegt man ihn auch nicht weg und dann ist das Team schon nicht komplett. Also das idealerweise ist es so, wie ich es gesagt habe, und in der Praxis ist es dann oft eben doch anders. Das ist eine der Baustellen, die wir auch benannt haben. Es ist richtig, dass Elterngespräche, dass der Austausch mit Kollegen zum Deputat dazugehört. Es ist auch richtig, dass in Zeiten, wo wir merken, dass einfach der pädagogische Blick noch mal weiter wird und umfassender, dieser Raum noch mal geschützt werden muss und ein zusätzlicher Bedarf ist, auch im Deputat. Ich merke auch von Seiten von Schulsozialarbeit, dass wir keine gemeinsamen Räume haben. Wenn die einen ihre Teambesprechung haben, sind die anderen in der Aufgabe zu begleiten, zu betreuen von offenen Räumen. Auch da wünsche ich mir noch Möglichkeiten und Lösungen, die diese Vernetzung auch ermöglicht. Anne Niesen von der Hochschule für Musik und Tanz in Köln. Als Fachdidaktikerin finde ich es großartig, dass zusätzlich zu dem Bericht aus der Schulentwicklung auch noch jemand auf dem Podium sitzt, der dazu geforscht hat. Und ich weiß natürlich, dass es nicht möglich ist, eine Diss in 3 Minuten zusammenzufassen. Aber vielleicht, Jan, könntest du irgendetwas aus deinem Forschungsprozess erzählen, was dich besonders beschäftigt hat jetzt im Kontext Inklusion? 3 Minuten. Ja, 3 Minuten und dann ruft jemand Stopp. Also das ist so ein bisschen die Motivation, warum ich überhaupt ans ZFL gegangen bin oder warum ich diese Option so toll finde, zu sagen, man geht als Lehrer, der in der Praxis tätig ist, das auch richtig von der Pike auf gelernt hat und das immer werden wollte, also in meinem Fall, und bekommt dann die Möglichkeit zu sagen, man verknüpft fachliches Wissen und Eindrücke mit fachdidaktischer, aber auch wissenschaftlicher Forschung. Und ich habe in meinem Projekt oder in meiner Studie versucht, nochmal zu schauen, was gibt es eigentlich alles schon? Und überraschenderweise gibt es sehr viel aus der Fremdspracherwerb- oder Zweitspracherwerbsforschung, die offenlegt, dass Schülerinnen und Schüler, also es ist die Riesenerkenntnis, ganz unterschiedlich sind. Mhm. Aber ja, das ist, und ich betone das wirklich so, weil es immer wieder vergessen wird. Also man spricht von Inklusion und von Schülerinnen und Schülern, die gemeinsam beschult werden müssen, und alle schreien auf, aber das kann ich nicht. Und das gibt es auch nicht. Und dann denkt man so, ja, aber in den ganzen fachwissenschaftlichen Diskursen steht das doch schon lange fest, dass Schülerinnen und Schüler unterschiedlich motiviert sind,
Die haben eine ganz unterschiedliche Erstsprachentwicklung. Die haben eine ganz unterschiedlichen, also Will to Communicate, eine Lust zu kommunizieren oder eben auch nicht. Und das hat ja überhaupt nichts mit einem Unterstützungsbedarf zu tun. Es gibt auch schon viel zu Inklusionsforschung und Integrationsforschung. Das ist dann eine namentliche Veränderung. Aber auch da gibt es ja Studien, die belegen, ob das funktioniert oder nicht. Und das ist eher positiv. Es gibt auch Studien, die offenlegen, dass es für einzelne Schülerinnen und Schüler in bestimmten Settings schwierig ist. Aber für ganz viele Schülerinnen und Schüler funktioniert. Ich gucke immer so ein bisschen in Kersten Reichs Richtung, wenn er irgendwann schüttelt. Ja. Das ist ja nicht das erste Mal, dass ich. Und die dritte Säule ist die Englischdidaktik. Und das war erstmal, das ist so der theoretische Unterbau. Und das zu verknüpfen mit 3 Jahren Erfahrung aus dem Unterricht. Also Schülerinnen und Schüler zu beobachten, das ist natürlich leicht, wenn es mein eigener Unterricht ist. Also leicht im Sinne von, ich komme da leicht dran an das Material, aber wir haben, und das finde ich ganz schön, am Ende der 5 und am Ende der 6 die Möglichkeit gehabt, mit der ganzen Jahrgangsstufe einen, ich habe es dann damals genannt, Final Check zu schreiben und mal zu gucken, was kommt denn da eigentlich raus, wenn man das macht. Und da kommt raus, dass die Klassen ganz unterschiedlich abschneiden, aber nicht die Inklusionsklasse aus irgendeinem Grund besonders schlecht abschneidet. In allen Klassen sind Schülerinnen und Schüler, die machen das nicht so gut, an dem Tag vielleicht nur nicht oder haben sowieso Schwierigkeiten in dem Fach. Und genauso sieht es in meiner Klasse zum Glück am Ende der 7 auch noch aus. Ja, und das ist dann, also so ist die Arbeit aufgebaut und am Ende gibt es eine große Diskussion, die dann zum Teil mit dem Fach zu tun hat, aber zum Teil diese ganzen Punkte, die hier aufgegriffen werden, diskutiert, weil es, ich nehme natürlich diese Leistungsentwicklung in den Fokus, weil ich sage, ich möchte, dass Schülerinnen und Schüler was lernen. Und ich glaube, das ist ein Ziel von Inklusion, dass wir es schaffen, dass alle Schülerinnen und Schüler einen Lernzuwachs erreichen. Man kann aber, finde ich, in diesem Prozess nicht einen Aspekt nehmen und sagen, in dem Aspekt, der lernt was, aber ist todunglücklich und nimmt sich selbst nicht als erfolgreich wahr beispielsweise, sondern zu sagen, man fokussiert vielleicht für eine Forschung einen Aspekt und eine Schulform und ein Fach, aber eigentlich geht es um das ganze Bild und auch bei Schülerinnen und Schülern um verschiedene Aspekte in ihrem Wohlbefinden und ihrer Entwicklung. Gerne. Ist da jemand auf der anderen Seite wieder dran? Ansonsten möchte ich in Anschluss, was Sie gerade gesagt haben, bei Springbock unbedingt dazu aufrufen, dass sich viele, viele hier im Saal berufen fühlen, durch die Lande zu ziehen mit Inputs und Impulsen in Schulen, die da sagen, Inklusion und ich bin dafür ausgebildet. Weil wir kennen den anderen Spruch. Und Sie haben gerade ein Plädoyer dafür gehalten, dass im Grunde genommen da schon wirklich richtig was da ist, an das man anknüpfen kann. Weiß ich nicht, wo die nächsten gelben Dots sind, hier vorne. Ja, hallo, mein Name ist Vera Spang. Ich bin einmal Lehrerin in Köln-Kalk an einem ganz normalen Gymnasium, das eigentlich noch so unterrichtet, wie Sie das vorhin geschildert haben, so eher negativ. Beispiel, wir arbeiten alleine abends am Schreibtisch und wir stehen am Kopiererschlange. Und sind aber jetzt auf dem Weg, einen Schwerpunkt in unserer Schulentwicklung eben anzugehen, der Vielfalt, die gerade in Kalk immer größer wird, gerechter zu werden. Meine Frage ist jetzt natürlich, wie kann man da Lehrerinnen und Lehrer fortbilden, ohne dass das so punktuelle Dinge wie mein Besuch hier heute zum Beispiel ist. Wie haben Sie das geschafft, dass die Kollegen fit wurden, dann eben diese Timeslots auch so zu nutzen, dass da wirklich tolle differenzierte Reihen und Stunden bei rauskamen, weil das Know-how fehlt. Und es fehlt auch bei den jungen Kolleginnen und Kollegen. Ich bin auch Fachleiterin für katholische Religion am ZFSL Engelskirchen. Und gerade am GÜG-Seminar, wo ich bin, sind wir Fachleiterinnen und Fachleiter selbst irgendwie unsicher und setzen immer noch das Sistermannsche Bonbon-Modell voraus. Ein Bonbon, das von allen in der Stunde geöffnet und wieder geschlossen wird. Und wissen eigentlich selbst oft gar nicht, wie man jetzt damit umgeht, dass jeder sein Bonbon vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt öffnet und schließt. Und isst, vor allem ja. Und isst, genau. Also ich schließe vielleicht einmal kurz an das, was ich gerade gesagt habe und gebe dann nach rechts oder nach links weiter. Die Tatsache ist ja, dass es gibt keine inklusive Fachdidaktik für irgendein Fach. Also Sie können nicht eine Schublade aufmachen. Also das steht auf vielen Büchern jetzt drauf, das weiß ich. Aber da steht an sich nicht das drin, was Sie vielleicht erwarten, zumindest nicht in den Büchern, die ich kenne. Dann steht dann drauf inklusiver Fachunterricht, aber dann, das sind ähnliche Differenzierungs- und Individualisierungsmöglichkeiten, wie es die vorher auch gab. Und ich persönlich finde das auch, also das finde ich ein bisschen, es ist irreführend, aber ich bleibe dabei, es gibt schon ganz viel und ich glaube, dass Lehrerinnen und Lehrer
die es schon gibt und auch angehende Lehrerinnen und Lehrer vielmehr in die Lage versetzt werden müssen, das, was es gibt, auf ihre jeweilige Lerngruppe anzuwenden und das, was sie haben, zu modifizieren. Und das meine ich ganz ernst. Also ich habe keine sonderpädagogische Ausbildung genossen. Ich bin in der glücklichen Situation, eine Mutter gehabt zu haben, die diese Ausbildung hatte und mich ganz früh mit Vielfalt und ihrer Schule in Verbindung gebracht hat. Und ich war viel da. Vielleicht öffnet das bestimmte Türen in meinem oder Schalter in meinem Kopf umgelegt. Aber trotzdem habe ich eine ganz normale, klassische Gymnasialausbildung genossen, bin an diese Schule gekommen nach meinem sehr klassischen Gymnasialreferendariat und habe dann in der Schule die Möglichkeit gehabt, dass auf der strukturellen Ebene Leute sagen, so, wir machen jetzt Fortbildungen schulintern und ihr kriegt dafür Tage und ihr werdet freigestellt mit einzelnen Stunden und dann entwickelt ihr vorher schon Sachen. Dann, das ist mit Sicherheit ein Baustein, eine Säule und dann komme ich in die Klasse und stelle fest, jetzt habe ich ganz viel entwickelt, ach, die Schüler sind ganz anders. Das wusste ich gar nicht, dass die so sind. Alles, also nicht alles, vieles wieder in die Tonne geworfen und dann gesagt, okay, und jetzt setze ich mich hin, ich kenne die Schüler, ich lerne die Schülerinnen und Schüler kennen, ich versuche mithilfe der sonderpädagogischen Kollegin ganz, also wirklich fundamental, grundlegend zu diagnostizieren und herauszufinden, was Bedarfe dieser Schülerinnen und Schüler sind und dann zu gucken, wie viel gemeinsam kann ich mit denen Unterricht machen, Fachunterricht und wie viel eben auch nicht. Also dann getrennt möglicherweise, wenn ich die räumlichen Bedingungen habe. Und ich glaube, das ist eine Schulentwicklungsfrage, dass man das in der Schule angeht und die Räumlichkeiten, die Ressource zur Verfügung stellt, zu sagen, wir machen das gemeinsam, wieder im Team. Wir haben das im Klassenteam gemacht und nicht ich alleine. Es gibt einen Rückhalt durch die Fachschaft, dass die sagt, wir überlegen vielleicht auch nochmal gemeinsam, was sind denn Differenzierungsmöglichkeiten, die allen Schülerinnen und Schülern helfen. Und dann aber auch den Mut zu besitzen, zu sagen, ja, ich traue mich zu modifizieren. Und nur weil er im achten Schuljahr Unit 3 passiv steht, dann entscheide ich mich dazu, das ist jetzt nicht das Passende. Die machen jetzt kein Passiv, sondern wir machen was anderes. Wir hatten die Diskussion vor 2 Tagen ganz schön an einer Lernaufgabe in einem Workshop. Aber ich höre so raus, Sie haben das Expertenwissen, das schon in der Schule war, auch von den Sonderpädagogen, die dann dazu kamen, sehr viel genutzt und Zeit geschaffen, das zu nutzen. Also Dorle-Mesch hat nicht den Stempel irgendwo stehen offiziell, dass sie Sonderpädagogin ist und trotzdem ist das ja eine Expertin, die berät und sagt, wie gucke ich individuell auf Schülerinnen und Schüler. Das ist ja schon was wert, weil dann sagen wir wieder, jetzt gucken wir uns 5 Jahre an, wie Schülerinnen und Schüler mit dem Unterstützungsbedarf lernen. Aber was ist denn mit allen anderen, die anders lernen oder individuell lernen? Oder die brauchen ja oftmals nichts anderes als Schülerinnen und Schüler mit einem Unterstützungsbedarf, nur weil er offiziell diagnostiziert ist. Es wäre meine Erfahrung, also mein Eindruck. Es geht auch noch um mehr. Ich denke, dass Sie wunderbar ausgebildet sind und erfahren sind, tatsächlich Lernprozesse zu gestalten, die auf Schüler abzustimmen. Immer vorausgesetzt auch, Sie haben die zeitlichen Möglichkeiten dazu. Es geht auch darum, wie begegne ich Menschen? Und wie erlaube ich mir selber auch mein Verhalten zu verändern und etwas anders zu machen? Und was gibt mir den Mut, das auch zu gestalten? Und da tut es manchmal gut, noch jemanden dabei zu haben, mitzubekommen, was macht der? Wie geht der mit der Situation um? Kann ich das selber auch nochmal für mich annehmen? Kann ich diesen Schritt gehen? Und das ist tatsächlich etwas, was bei uns angestoßen wurde durch die Zusammenarbeit im Team, auch in Lernzeiten, auch in anderen Prozessen. Das kann ich nicht alleine machen, wenn ich merke selber, das ist für mich jetzt herausfordernd. Dann bleibe ich doch immer noch in meiner Komfortzone oder ziehe mich zurück. Und das ist etwas, was für mich verbunden ist mit inklusiver Didaktik. Auch mich selbst nochmal zu hinterfragen, von anderen lernen zu dürfen, so wie wir es eigentlich bei Schülern ja auch ermöglichen, zu sagen, die brauchen soziale Lernprozesse, wenn wir da Entwicklung ermöglichen wollen oder Verhaltensänderungen. Das brauchen wir genauso. Und ich wünsche mir, dass das ein Bestandteil wird von inklusiver Didaktik und immer mitgedacht wird. Danke. Ja, da mache ich mal weiter. Olaf Köster-Ehling hier von der Montagsstiftung. Erstmal großen Respekt und vielen Dank für diesen Weg, den ihr gegangen seid. Ich finde, das war sehr anschaulich und sehr lebhaft, wie ihr eure Schule ja heute beschrieben habt. Und ich würde euch ja fast am liebsten das Dreigestirn vom Poolheim nennen, weil ihr auch alle drei aus verschiedenen Bereichen kommt. Also ihr seid zwar beide Lehrer, aber du bist Schulleiter. Das ist schon nochmal eine andere Rolle. Und ich finde, das zeigt genau den Weg, den man, glaube ich, gehen muss. Was mir noch ein bisschen gefehlt hat, und ich glaube, das ist vielleicht auch einigen hier von der Hörerschaft so gegangen oder vielleicht nochmal hinhören, wie habt ihr in eurem Prozess, den ihr ja sehr deutlich beschrieben habt mit Schulentwicklung,
die Kundschaft mitgenommen, nämlich die Schülerinnen, Schüler und vor allem auch die Eltern. Denn ich kann mir vorstellen, das ist jetzt nicht so direkt gewesen, ach, wir machen Inklusion und alle haben gejubelt und gesagt, ach toll, da wollen wir jetzt aber alle mitmachen. Das würde mich nochmal interessieren und vielleicht auch da ein paar Tipps hier für uns, die das dann woanders auch machen wollen. Also die dicksten Bretter waren ja eigentlich im Kollegium, Olaf. Und dennoch ist natürlich auch so ein bisschen die bange Frage gewesen, wie reagiert denn das Polheimer Wohlstandsbürgertum darauf, dass plötzlich Kinder aus anderen Milieus kommen, mit vielleicht auch verstörendem Verhalten, entsteht vielleicht der Gedanke, mein Beppo, der wird sich nicht so gut entwickeln können, weil ja die Aufmerksamkeit der Lehrkräfte auf die schwierigen Schüler absorbiert wird. Dorle hatte es eben schon mal gesagt, wir haben sehr früh gesagt, wir müssen wir haben es genannt, offene Expertengruppe einrichten. Das war eigentlich über Jahre hinweg die Schulentwicklungsgruppe, in der Lehrkräfte, Schulleitungen, Gäste, SV-Mitglieder, Schüler, interessierte Eltern zusammengearbeitet haben. Und die Fragestellung an dieser Expertengruppe war, bereitet bitte eine Entscheidung in der Schulkonferenz, in der Schulgemeinde vor, sollen wir frühzeitig noch vor Eintritt des neunten Schulrechtsänderungsgesetzes in die Inklusion eintreten. Und dann haben wir natürlich versucht, auch Multiplikatoren oder wie heißen die dann immer im Change Management, so Machtprotektoren, glaube ich, heißen die, ne? Da mit reinzunehmen, da muss dann Schulpflegschaft drin sein. Das waren dann unterstützende Personen. Wir haben dann extra auch mal eine Veranstaltung gemacht, ein Schulentwicklungsplenum haben wir es genannt, wo dann Eltern auch dazukommen konnten, die nicht in der Expertengruppe waren und mal so ihren Sorgen und ihren Ängsten irgendwie Ausdruck verleihen konnten. Das war aber erstaunlich einfach irgendwie zu bewerkstelligen. Auch auf Seiten der Schülerinnen und Schüler war das einfach zu bewerkstelligen. Und man sieht ja auch im Film, dass Schüler das oft eben auch als Chance oder als Andockstelle nochmal nutzen, um selber Kompetenzerleben zu entwickeln. Also für so einen Lukas, den wir da gesehen haben, macht es plötzlich einen Unterschied, ob er jetzt in die Schule kommt oder nicht. Also er wird gebraucht. Das ist ja nicht unbedingt immer für einen Oberstufenschüler so klar, wenn er in die Schule geht, dass er tatsächlich da gebraucht wird. Bei den Lehrkräften war es schon anders. Da gab es schon auch zum Teil die Haltung, wir müssen jetzt erstmal alle eine Fortbildung bekommen. Alle eine Fortbildung in Autismus. Obwohl auch gar nicht klar war, ob jetzt ein autistischer Schüler kommt. Und bevor wir das nicht haben, können wir uns auch nicht auf den Weg machen. Es waren auf der anderen Seite auch viele interessierte Fragen im Kollegium, viele auch persönliche Betroffenheiten. Plötzlich merkte man, dass ganz viele Menschen auch einen persönlichen Bezug zu Behinderung oder zu besonderen Bedarfen hatten. Und es gab dann im Grunde für die ersten zwei Jahre so einen Deal von Seiten auch der Schulleitung zu sagen, wer nicht unbedingt will, der wird auch nicht in das Team der ersten inklusiven Klasse berufen. Und wir haben dann abgefragt, wie viele Interessenten und Interessentinnen gibt es denn eigentlich im Kollegium. Das war eine erstaunlich hohe Zahl. Das waren 30 Leute oder 40 Leute, sodass wir gesagt haben, ja gut, das reicht erstmal. Das ist ein Polster, um zu sagen, da gehen wir rein. Und in den nächsten Jahren ist es dann wirklich auch so ein Prozess des, ich glaube, fachlich heißt das Kompetenztransfer, der Kölner sagt das sub durch, dass sich positive, zum Teil aber auch negative Erfahrungen, die sprechen sich rum, die Kollegen lernen voneinander. Das kann man natürlich ein bisschen durch die Unterrichtsverteilung auch nochmal stützen, indem vielleicht in das Tandem Mathe in der 5b jetzt schon mal einer reingesetzt wird, der nächstes Jahr dann eine 5 übernimmt, der noch keine Erfahrung bisher mit Inklusion hatte, sodass der von seinem Kollegen, der sich schon ein bisschen auskennt und weiß, wie man differenzierte Aufgaben stellt, dass er von dem ein bisschen lernen kann. Mittlerweile ist es so, dass natürlich Ausschreibungen, wenn wir Personal einstellen, dass in der Ausschreibung steht, wir sind eine inklusive Schule und es wird die Bereitschaft vorausgesetzt und die Fähigkeit vorausgesetzt, in inklusiven Lerngruppen auch zu arbeiten. Irgendwann gibt es dann einen Punkt, wo einfach auch nicht mehr gefragt wird. Ne? Wir haben noch was gemacht und zwar gab es von der Steuergruppe des Kompetenzzentrums für sonderpädagogische Förderung einen Bildungsfachtag, wo wir auch Netzwerkpartner eingeladen haben, ihre Arbeit vorzustellen. Und das war auch nochmal ein Türöffner, nicht nur innerhalb der Schule zu sagen, wir sind da nicht alleine und da sind auch noch andere, die entsprechend andocken können und diesen Prozess unterstützen können. Das war für Eltern auch ganz interessant zu sehen. Die Schule hat da Expertise auch noch von außerhalb.
Und auch das hat nochmal viele Türen geöffnet und auch Wege verkürzt. Mein Name ist Silke Kagel. Ich bin im Team von Professor Reich mit der inklusiven Universitätsschule der Stadt Köln befasst und beschäftige mich mit dem IUS-Profil, also mit den Studierenden, die irgendwann im Praxissemester in unsere Schule kommen werden. Und ich wollte mich auch nochmal recht herzlich bedanken, tatsächlich für dieses Crazy-Sein, dass man das im Gymnasium versucht. Das hat mich begeistert. Ich würde auch sofort gerne kommen und uns mal selbst erleben. Ich wollte mich aber auch bei der Kollegin bedanken, die geschildert hat, dass sie aus einem gescheiterten Inklusionsprozess kommt und wieder reingeht. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man aus dem Scheitern eben auch lernen kann. Das ist ja auch Teil von Inklusion. Also vielen Dank, dass Sie das so berichtet haben. Und meine Frage zielt auf die Partizipationsprozesse ab, weil die tatsächlich jetzt in unserem Konzept einen ganz hohen Stellenwert haben, die Partizipation aller Beteiligten. Und da gab es dieses schöne Beispiel mit dem Unterricht, Sportunterricht, wo es Krach gibt in den Kabinen. Dann hieß es, ganz schnell kam es zu einer Doppelbesetzung, auch zu einer Art Wache in den Umkleidekabinen, und das sei ganz schnell gegangen. Und dann, mich hat jetzt interessiert, wie genau ist dieser Partizipationsprozess? Werden da zum Beispiel auch die Kinder gefragt? Muss dann tatsächlich jemand aus dem Kollegium verzichten und mehr arbeiten? Also wie genau, wie schnell, also es war ja schnell, wie schnell und wie genau hat das funktioniert? Das interessiert mich. Ich kann das, glaube ich, nicht vollständig beantworten, ich kann aber anfangen. Also schnell ging es wirklich, weil es zu dem Zeitpunkt war ich noch Klassenleitung. Es wurde am gleichen Tag zur Klassenleitung gemeldet, am gleichen Tag zur Schulleitung gemeldet. Andreas Niesen ist ein Schulleiter, der E-Mails liest und beantwortet. Teilweise telefonieren wir oder sprechen auch auf dem Flur miteinander. Sprechen sogar. Ja, ja, Gelingensbedingungen, Kommunikation auf allen Ebenen. Ja, genau. Und dann war relativ schnell klar, dass es dadurch, dass es mehrmals richtig eskaliert ist, wirklich erstmal eine Wache installiert werden muss, um einfach auch zu vermeiden, dass die Schülerinnen und Schüler, also in dem Fall Jungs, richtig wehtun. Das ist ein Punkt, dass das zumindest auf dieser Ebene Schulleitung, Klassenleitung oder Schulleitung, Klassenteam einen sehr schnellen Austausch gibt, und dann wird es halt im Klassenteam besprochen. Wir haben ja alle 14 Tage diese Sitzungen. Man schafft es natürlich nicht, die täglich zusammenzurufen, dafür ist die Schule zu groß und man unterrichtet in zu vielen Lerngruppen. Die Schülerinnen und Schüler werden in der Form, also weil du die angesprochen hast, mit einbezogen in Klassenratssitzungen. Es gab am Anfang sehr viel in meiner Klasse sehr viele Vorfälle, die sich fast nicht mehr oder weniger, aber es gab viele Zusammenknalle. Und dann irgendwann war es fast so, dass man so oft hätte man sich gar nicht zusammensetzen können. Also dann ist auch so ein Lernprozess, der sich vielleicht einfach einstellen muss. Aber es gab Klassenratssitzungen, spontan und geplant. Es gab mit dem Beratungsteam und auch mit der Stadt Pulheim, wo dann die Jugendhilfe mithilft und externe Leute mal reinkommen, Tage des sozialen Lernens. Also man geht in den Wald, man geht auf den Schulhof und versucht nochmal durch die Schulleitung genehmigt, so Teambuilding-Prozesse anzustoßen und zu sagen, okay, es bringt nichts, wir stellen uns immer wieder hin und schimpfen, sondern ihr müsst selber erfahren, was eine Lerngruppe ist, was ein Team ist und wie man zusammenarbeitet. Es gibt ein paar aktive, sehr aktive Schülerinnen und Schüler in der Klasse, die das von sich auch aus anstoßen und sagen, so wollen wir nicht als Klasse zusammen sein. Und gleichzeitig gibt es Schülerinnen und Schüler, deren Baustelle das explizit ist und für die es auch eine Baustelle ist, darüber zu reden. Das ist alles irgendwie, jetzt rede ich von Sachen, die schon fast 3 Jahre zurückliegen. Von daher hat sich da einfach genau dadurch viel getan, würde ich sagen. Also alle mit einzubeziehen, ja. Ja, ich glaube, damit sind wir mit der gelben Fragerunde durch. Eine Frage, oh, Entschuldigung. Ich habe es ja noch ein bisschen versteckt, das tut mir leid. Ich schlummerte so in meinem Zettel. Mein Name ist Frieda Schumann. Ich bin wie Silke Kagel und Kerstin Reich und auch noch einige andere hier im Raum mit eben der inklusiven Universitätsschule der Stadt Köln befasst und eben auch mit dem IUS-Profil der Ausbildung der Lehramtsstudierenden dort. Meine Frage betrifft aber was anderes, eher vielleicht aber so Gymnasium-spezifisches, formuliere ich mal spitz. Wir im School is Open Bildungsraum-Projekt haben für inklusive Praxen so 3 Herausforderungen mal benannt, die da sind: das solidarische Miteinander, die Rücksichtsnahme mit den anderen, auch mit sich selbst, und die Auseinandersetzung und also vor allem die kritische Auseinandersetzung mit Normen und Leistungen. Und das interessiert mich, wie ihr
mit Leistungserwartungen umgeht. Welche Leistungserwartungen seht ihr auch an der Schule und wie werden die im Team als auch von der Schulgemeinschaft reflektiert? Gebe ich sofort weiter. Also ich persönlich habe in meinem Fach einen, wie soll man das nennen, ich habe es noch nie so formuliert, positiven Leistungsanspruch, hoffentlich. Also ich versuche Schüler meiner Klasse zu vermitteln, dass es was Positives ist, zu lernen und einen Lernzuwachs zu haben. Und das finde ich, in Englisch ist das ein Fach, wo man das toll erleben kann. Also zu merken, ich bin noch mehr, noch 3 Jahren, noch mehr in der Lage, in der Fremdsprache zu kommunizieren, mündlich und schriftlich. Und das als einen positiven Wert zu vermitteln und das hochzuhalten und gleichzeitig deutlich zu machen, dass es nicht für alle, obwohl wir ein Gymnasium sind, das gleiche Ziel gibt. Das muss nicht im Umfang, also weder qualitativ noch quantitativ, an den gleichen Punkt kommen. Und das gilt auch für alle Schülerinnen und Schüler der Klasse. Dafür braucht man keine Diagnose. Also du sprichst ein ganz, ganz schwieriges und steiniges Feld an, würde ich mal sagen. Auf der einen Seite, mal positiv ausgedrückt, versuchen wir, und das nicht erst, seit wir uns mit dem Thema Inklusion beschäftigen, eine Schulkultur zu entwickeln, in der Schülerinnen und Schüler sich als kompetent erleben können und das auch wertgeschätzt wird, auch jenseits von Leistungen, die mit dem Rotstift mit einer Note von 1 bis 6 irgendwie quittiert werden. Also da gibt es viele Beispiele für, ob das Oberstufenschülerinnen und Schüler sind, die Kurse für Senioren anbieten, oder ob das die Sporthelfer sind, Schülercoaches. Also Dinge, die erstmal nicht so in der üblichen Währung, die wir haben als Gymnasium, aber ja alle anderen Schulen auch, in Schulnoten, in Fächern ausgedrückt werden. Wir haben gerade letzte Woche noch eine Feier gehabt, wo wir insgesamt 40 Schülerinnen und Schüler ausgezeichnet haben. Es gibt einen Preis, den wir irgendwann ins Leben gerufen haben, der heißt Von hier aus. Und damit wollen wir zivilgesellschaftliches Engagement von Schülerinnen und Schülern auszeichnen. Und jetzt man kann aus der Schulgemeinschaft heraus Schüler nominieren dafür. Und wir hatten dieses Jahr so viele Nominierungen wie nie. Und da das immer Gruppen waren, sind also insgesamt 40 Schüler da ausgezeichnet worden. Vor Jahren, als wir das eingeführt haben, war das für viele Schüler noch ein bisschen unangenehm. Das ist ja eigentlich völlig uncool, für eine positive Leistung plötzlich ins Licht der Öffentlichkeit gezerrt zu werden. Ich beobachte im Moment, dass es sich entwickelt, so dass das für Schüler bei uns am GSG normaler wird. Auf der anderen Seite, deswegen jetzt kommen wir zu den Steinen, erleben wir, dass unglaublich viele Schülerinnen und Schüler und schon von den unteren Klassen an unter extremen Notenleistungsdruck stehen. Ich habe vor ein paar Tagen noch mit unserem Mensa-Leiter ein langes Gespräch gehabt, der gesagt hat, da stand wieder ein Kleiner in der Schlange, 7. Klasse oder 6. Klasse, heulend. Und er fragte ihn, was ist los mit dir? Ja, ich habe 2 Minus in Englisch geschrieben und ich will aber doch irgendwann eine 1,3 haben, weil ich damit das und das studieren kann. Ja, das ist jetzt nicht übertrieben. Also so, und wo auch immer das herkommt, jetzt will ich nicht unbedingt auf die Eltern dreschen, die sagen, Kind, du musst. Manche setzen sich auch selber unter Druck. Es liegt irgendwie in der Luft. Ich verstehe es zwar nicht, wir haben eine unglaublich geringe Arbeitslosigkeit. Es geht uns so gut wie nie in diesem Land. Und trotzdem ist diese Angst irgendwie da. Und die bestimmt sehr stark das Wohlbefinden. Jetzt merke ich schon, wie die Diplompädagogin sich rührt und Mitglied des Beratungsteams. Und Stichwort Beratungsteam, ich habe da letztens noch mit dem Leiter unseres Teams gesprochen, Hannes Loh, der gesagt hat, es nervt eigentlich unglaublich, dass wir immer nur eigentlich ein Reparaturbetrieb sind, ein Beratungsteam für Beschädigungen, die Kinder haben, weil sie so unter so einem Leistungsdruck stehen. Und dadurch wird ja das Thema Leistung auch so negativ besetzt. Und Jan hat es ja gerade gesagt, also was gibt es Schöneres für Kinder als Leistung zu erbringen und sich auch so zu erleben, dass sie was können? Also das ist ein Dilemma, ist heute mein Lieblingswort. Ein Paradoxon, oder es macht einfach auch Kummer, so mal gesagt. Ich halte hier kein Plädoyer für das Gymnasium. Ich halte es aber auch für falsch, die Gymnasien als diejenigen in den Blick zu nehmen, die am meisten an der Leistung drehen oder den Blick auf die Leistung richten, denn die Trennung erfolgt nach der Grundschule. Da wird auch schon eingeteilt und auch andere Schulformen suchen sich ihre Schülerschaft auch entsprechend der Leistung aus. Das ist mir wichtig, auch so deutlich zu machen. Ich finde Leistung für Schüler gesellschaftlich auch wichtig in den Blick zu nehmen.
und auch eine Leistungsbereitschaft durchaus auch zu stärken. Ich finde Leistung auch entscheidend, um legitimierte Abschlüsse zu bekommen. Ich finde es fatal, wenn mit jeder Klausur, mit jeder Note schon die Hürde des legitimierten Abschlusses sozusagen in den Blick genommen wird. Und da würde ich mir sehr wünschen, zu Lernprozessen, Bildungsprozessen zu kommen, die tatsächlich längerfristig gestaltet sind und nicht immer sofort das Feedback haben, bist du geeignet, irgendwann mal die Legitimation als Abschluss zu bekommen. Ich merke, dass durch Inklusion individualisiertes Leistungsvermögen auch erlaubt ist und dass das auf einmal ein Thema wird. Und dass Schüler anfangen, auch die Sinnhaftigkeit von Noten selber zu hinterfragen. Und das finde ich gerade sehr reizvoll, das in Schule hineinzutragen und damit zu arbeiten. Und ich denke, wir richten im Moment den Blick nur auf Schulen. Solange wir in der Gesellschaft auch keine Gleichwürdigkeit Berufen gegenüber haben, solange werden wir auch immer wieder bei den Abschlüssen eine Hierarchie haben und den Druck und die Angst. Vielen Dank. Jetzt sind wir natürlich in einer sehr spannenden Fragestellung angelangt, weil es Länder gibt, die mit integrativen Schulsystemen bis zur 8. Klasse dennoch Hierarchien in Berufsfeldern aushalten und zur Geltung bringen. Ich möchte aber wir kommen jetzt eigentlich zur nächsten Fragerunde, das sind die Schweinchen rosa. Das sind die etwas pieksigen Fragen. Ich sage das mal so, weil die Farbe fordert dazu auf. Und ich mache Ihnen mal einen Vorschlag, wie man so eine Frage stellen kann. Vielleicht kommen Sie dann auf weitere, sofern wir die Zeit noch haben. Frau Brokamp, meine Kollegin in der Stiftung und ich waren in zwei verschiedenen Jahren, die Geschwister-Scholl-Schule hat sich zweimal um den Jakob-Muth-Preis geworben. Vielleicht auch öfters. Ich glaube, von den zwei wissen wir, weil wir jeweils zu unterschiedlichen Zeiten in der Jury waren. Da konkurrierte die Geschwister-Scholl-Schule mit Schulen, ich sage jetzt mal Grundschulen, aber auch weiterführenden Schulen, die für sich in Anspruch nehmen, von A bis Z, von der ersten über alle Klassen, ob jahrgangsgemischt oder in Klassen oder in sonstigen Lernergruppen zusammensetzen, inklusiv zu sein. Sie haben, Gott sei Dank, in der Bewerbung und im Film ist es, finde ich, wunderbar zum Ausdruck gekommen, dass es auch Flüchtlingsklassen gibt und Inklusion, weil viele Fragen, das merkt man auch immer wieder hier, richten sich auf das Thema Inklusion und Behinderung. Das heißt, das Thema von Inklusion als inklusiver Didaktik in der Breite von Kindern und Jugendlichen, die von Ausgrenzung, von Marginalisierung, eben von solchen Exklusionsprozessen bedroht sind, ist ja ein viel weiteres Spektrum. Wir gewinnen aber fast wie so ein Magnet immer wieder nur dieses eine Thema in den Blick. Dennoch ist es heiß diskutiert worden in der Jury, da sage ich gar nichts, was man nicht sagen darf, weil das ja auch eine gesellschaftliche Diskussion ist. Viele haben gesagt, wie können wir ein Gymnasium auszeichnen? Und dort war dann eben auch wieder die Diskussion, die jetzt mal gerade mit ein paar Integrationsklassen angefangen haben, die anderen Klassen parallel dazu nicht als Inklusionsklassen führen, während andere Schulen, die sich hier bewerben, aber gleich mit allen Klassen und die ganze Schule inklusiv gestalten. Man muss sehen, das ist einfach eine Fragestellung, die auf der Agenda steht. Ein Punkt war, das muss ich sagen, dass Sie mit diesen Willkommensklassen gearbeitet haben, weil das die Türe aufgemacht hat zu viel weitergehenden Vorstellungen. Und Sie haben heute viel davon vorgetragen, was im Grunde genommen alles an, sage ich mal, Humus da ist, das dieses Thema füllt. Dennoch erlaube ich mir mal die Frage an Sie aus Pulheim. Was hätten Sie in der Jury an dieser Stelle, wo man so ein Thema tatsächlich auch im Sinne, man wollte ein Gymnasium auszeichnen, aber was hätten Sie von sich aus gesagt, warum Sie glauben, dass es sinnvoll ist, Ihre Schule mit diesem Preis zu würdigen oder Sie überhaupt dazu in den Blick zu nehmen? Was hätten Sie da geantwortet? Fällt Ihnen da was ein? Ich hätte vielleicht gesagt, nehmt doch lieber die Essener Gesamtschule im Essener Norden. Ich habe gestern auf einer Veranstaltung eine Kollegin getroffen, die hatten sich auch um den Jakob-Muth-Preis beworben, die wohl mit einer unglaublich anspruchsvollen, sage ich jetzt mal, Schülerschaft arbeiten, die an Diversität eigentlich überhaupt nicht mehr zu überbieten ist. Und dann würde ich schon also in aller Bescheidenheit sagen, vielleicht dann doch lieber diese Gesamtschule. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Antwort war, die sie so zufriedenstellt, Herr Immerhäuser, aber das, denke ich, muss man schon sagen. Auf der anderen Seite, wenn man es jetzt mal gesellschaftspolitisch sieht, bin ich fest davon überzeugt, dass gerade die Schulformen, die
am privilegiertesten ist. Und so ist es ja. Ne? Das geht ja bei der Ausbildung und der Bezahlung der Lehrkräfte geht das los. Das geht bei der Ressourcenausstattung los. Das geht bei der gesellschaftlichen Wertschätzung ja weiter. Dass gerade diese Schulform ja besonders aufgerufen ist, sich so einer gesellschaftlichen Herausforderung zu stellen wie Inklusion. Und nicht so wie in Hamburg, wo die Schulform Gymnasium da völlig frei von ist. Ja, frei klingt schon wieder so bewertend, also unbedarft. Und die Inklusion findet dann eben in der anderen Hälfte der Schulen statt. Es hat ja auch nochmal einen anderen Zugriff. Das habe ich jetzt letztens noch mal in einem Vortrag von Professor Werning gehört, der darüber auch geforscht hat. Die Frage, ob es in einer Lerngruppe klappt, dass alle Kinder gut lernen, hängt ja auch von der Komposition der Schülerinnen und Schüler ab. Und in den vergangenen Jahren ist es ja oft so gewesen, die Kinder, die irgendwie schwierig waren, hat man in die Hauptschule abgeschoben. Auch die Kinder, wenn man sie inkludiert hat, mit Förderschwerpunkt Lernen in die Hauptschule. Sie kommen dort mit Schülerinnen und Schülern zusammen, die ohnehin schon ihre Päckchen zu tragen haben. Und dann hat man da eine Komposition, die eigentlich nicht gut funktioniert. Und also wenn es irgendwas gibt, was das Gymnasium ja vielleicht auszeichnet, dann sind es eher Schülerpopulationen, die doch weitestgehend in einem noch lernmotiviert sind oder aus bildungspositiv eingestellten Elternhäusern kommen. Und das muss man ausnutzen, um da eben auch Inklusion zu leben. Und letzter Punkt, ich weiß gar nicht mehr, ob ich bei der Beantwortung Ihrer Frage bin, sondern das ist vielleicht eher nochmal etwas aus Überzeugung. Man könnte ja auch mal so sagen, dass die Kinder, die am Gymnasium lernen, auch ein Recht darauf haben, mit Diversität auch konfrontiert zu werden oder an Diversität auch lernen zu können. Denn wenn sie die Schule verlassen, dann werden sie ja auch in vielfältigste Kontexte kommen, sei es im Arbeits- oder im privaten Leben, wo sie Diversität bewältigen oder vielleicht auch genießen können oder müssen. Ja, Herr Springer. Man hat schon gesehen, dass das Mikrofon erstmal bei dieser doch Frage erstmal nach vorne gehalten wird. Wer traut sich vor? Leitung geht voran, das ist richtig so. Und Leitung an dieser Stelle, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn Leitung, die tatsächlich auch Aufgaben so verteilt, wie Sie das hier tun und sich nicht alleine hinstellt und sagt, also Leitung hat das gemacht, sondern ein Team von Menschen hat das gemacht, bin ich mir absolut sicher, ist ein Punkt, der mit Ihrem Gymnasium und diesem Weg, auf dem inklusiven Weg, ganz viel zu tun hat. Und dann will ich das an dieser Stelle doch sagen, was ich glaube auch wichtig war, warum ein Gymnasium ausgezeichnet worden ist, weil klar gemacht werden musste, auch über diesen Preis einmal sehr deutlich, dass es nicht nur darum gehen kann, das Perfekte auszuzeichnen oder das scheinbar Perfekte, denn auch die Schulen, die diesen Preis bekommen haben, die im Sinne der von Ihnen genannten Schule da sehr weit sind oder umfassend mit Diversität und nochmal ganz anderen Ansprüchen umgehen, das auch machen und das bewältigen, auch die sind natürlich nicht irgendwie perfekt im Sinne von das ist zu Ende, sondern dass man hier auch sehr deutlich machen musste, weil das Gymnasium ein wichtiger Schulzweig in Deutschland nun einfach einmal ist, dass diese Schulen tatsächlich, wenn sie sich dieser Aufgabe annehmen und egal wie weit sie an der Stelle sind, aber sehr deutlich zeigen, dass sie sich diese Aufgabe annehmen und zwar in großer Konsequenz und in großer Tiefe in den Schritten, die sie geht, an den verschiedensten Baustellen dieser, oder Trittsteinen, wie Sie das heute genannt haben, dass es das eine Aufforderung ist für andere zu sagen, diesen Weg kann man gehen und den fängt man irgendwann an und nicht an der Stelle, wo man fertig ist, fängt man diesen Weg an, sondern an der Stelle, wo man diesen Weg konsequent mit einem absichtsvollen Plan, mit einem kohärenten Handeln, mit dem Nicht-Einknicken vor Widersprüchen, mit dem Nicht-Einknicken vor Paradoxen, mit dem Nicht-Einknicken vor Dilemmata, sondern mit der Auseinandersetzung damit geht. Und ich glaube, insofern bin ich froh, dass Ihre Schule an dieser Stelle ausgezeichnet worden ist, um vielleicht andere hier zu ermutigen, nämlich eine große Schulform, die wirklich viel, bis zu 50% unserer Schüler aufnimmt, dass diese Schulform zeigt, man kann sich an dieser Stelle auf den Weg machen und man kann konsequent an dieser Stelle auch vorankommen. Das haben Sie gezeigt. Ich glaube, ich öffne einfach die Fragerunde nicht mehr, weil das macht jetzt nicht Sinn, 5 Fragen hier einfach dann in 10 Sekunden zu beantworten. Wir sind am Ende dieser Veranstaltung angelangt und ich möchte jetzt einfach mal um Applaus bitten, auch für diese Art der Vorstellung, dass Sie hier mit 3 Menschen gezeigt haben, dass das auf vielen Schultern ruht, wenn man konsequent in einem schwierigen Umfeld, und das ist ein Gymnasium, da bin ich mir ganz sicher, wenn man inklusive Schritte gehen will, dass Sie das auch in dieser Form dokumentiert haben. Das finde ich persönlich wirklich klasse. Vielen Dank.
Ja, und dann bleibt mir noch am Schluss, und das nutze ich gerne, auf die nächste Veranstaltung hinzuweisen, weil wir sehr, sehr bewusst im Rahmen des Praxisbandes inklusive Didaktik das Thema Gymnasium aufgreifen wollten und zeigen wollten, dass eben, weil es so eine bedeutsame Schulform ist, die so viele Schüler in unserem Land aufnimmt, wir dieses Thema wirklich angehen müssen und auch Trittsteine, ich finde den Begriff sehr klug gewählt, Entwicklungsschritte in dieser Schulform, die es viel schwieriger hat, von ihrem Selbstverständnis her dieses Thema umzusetzen, anzugehen. Und deswegen haben wir beim nächsten Mal noch ein Gymnasium eingeladen und in dem Fall sogar aus Bayern, was ja gar keiner für möglich hält. Inklusion in Bayern, Punkt 1, das wird sowieso schon mal für unmöglich gehalten. Und dann noch Inklusion an einem Gymnasium in Bayern, da fragt man sich, wollen die uns hier veräppeln? Der Belz, die Universität und die Montagsstiftung, das muss ja ein Scherz sein. Wenn Sie das so verstehen, es sollte Sie neugierig machen. Es sollte Sie neugierig machen auf ein Gymnasium, von dem ich mal scherzhaft gesagt habe, als ich das vor 3 Jahren kennengelernt habe, das ist ein gallisches Dorf, nicht in Gallien, sondern in Bayern, weil die against all odds gehen die gesamte Kultusministeriumshierarchie und Bürokratie und Macht gegen alle diese Kräfte über einen konsequenten Zeitraum von 15, 20 Jahren mit einer stillen, bewussten Politik, in dem sie sich Experten wie Reinhard Kahl und andere namhafte Leute aus dem reformpädagogischen Spektrum jedes Jahr in Lehrerfortbildung eingeladen haben. Jedes Jahr ein Stückchen weiter in diesem konservativen, auch mit Eltern gemeinsamen Umfeld gegangen sind, diese Schule zu entwickeln. Das hat dazu geführt, dass diese Schule, ich möchte wirklich ein bisschen neugierig machen, der viel größeren Stadt die Schule abgegraben hat. Dort in der Schule in Oettingen gingen die Schülerzahlen hoch. In der nächstgrößeren Stadt gingen die Schülerzahlen runter. Das hat für große Verwerfungen in der bayerischen CSU-Landes- und Regionalpolitik geführt. Das mussten die aushalten. Das haben sie ausgehalten. Dann sind sie immer bekannter geworden, sodass zunächst mal der SPD-geführte Bildungsausschuss der Stadt, das liegt nahe, man drückt ja gerne der CSU was rein, sich der gesamte Bildungsausschuss der Stadt München entschieden hat, SPD nach Oettingen zu fahren, demonstrativ mit Pressebegleitung, zu zeigen, das ist die Zukunft Bayern und wir schauen uns das an, weil wir das in München umsetzen wollen. Dann hat es nicht lange gedauert, hat sich natürlich die CSU nicht bieten lassen, ist mit der gesamten Kultusbürokratie nach Oettingen gefahren und hat dann doch natürlich gezeigt, dass man hinter dieser Schule im Prinzip steht. Bei der Verabschiedung der Schulleitung hat man ihr, ich sage, Namen muss man hier nicht nennen, hat man ihr deutlich zu verstehen gegeben, dass man das zum Anlass nehmen wird, um dieses gallische Dorf, dann ist der Ausdruck tatsächlich gefallen, um dieses gallische Dorf zu schließen. Die Frau Langer ist nämlich gerade in Ruhestand gegangen und dass man die Schulleitung der Schule, die leider nicht so viele Schüler hatte, jetzt an diese Schule vor Ort beordern wird, damit sie da mal klar Schiff macht. Da haben Sie nicht mit Frau Langer gerechnet, Sie haben das nicht durchgekriegt. Ich hoffe, ich habe Sie neugierig gemacht auf eine Dame. Ich hoffe, ich habe Sie neugierig gemacht auf eine Dame und eine Veranstaltung beim nächsten Mal. Und ich überlege gerade, das schneiden wir nicht raus, das senden wir öffentlich. Ich hoffe, das wird millionenfach geklickt, vielleicht nur wegen dieser Aussage und wegen diesem Zusammenhang. Also Frau Langer ist eine wirklich spannende Schulleitung, die nochmal andere Schwerpunkte in der inklusiven Entwicklung gesetzt hat. Und ich sage bewusst, auch das ist nicht eine Schule, wo man sagen kann, die kann man mit so einer Essener Schule vergleichen, die sich seit 20 Jahren mit Diversität, Heterogenität, mit Kindern, mit allen unterschiedlichen Formen von Benachteiligungserfahrungen auseinandersetzt. Aber diese Schule hat Erfahrungen damit gemacht, wie man ganz klug ein unglaublich weitgreifendes Unterrichts- und Lernkonzept bis hin in die Umgestaltung von Räumen, auch hier wieder gegen alle baulichen Anforderungen des bayerischen Landesrechts umsetzt, das umkämpft, durchkämpft, durchsteht. Und allein das ist ein Beispiel dafür, weil diese Energie braucht es, um inklusive Schulen in deutschen Gymnasien Wirklichkeit werden zu lassen. Insofern hoffe ich, dass Sie beim nächsten Mal am 28. Oktober alle wieder mit an Bord sind. Bis dahin alles Gute. Applaus